Hallo zusammen. Ich möchte das Video nutzen, nicht nur um euch zu zeigen, wie ich unterwegs was zu essen koche und wie ich das Ganze esse, sondern ich möchte das Video auch nutzen, um mit euch in eine kleine Diskussionsrunde, möchte ich das Ganze mal nennen, zu gehen. Und zwar bin ich jetzt gerade auf einer kleinen Tour, wo ich mir unterwegs was zu essen mache. Und eben an dieser Stelle habe ich gezeigt, was ich so alles in dem Rucksack habe und für eine Tagestour mit Übernachtung oder Mehrtagestour eher gesagt mitnehmen würde. Und die Frage aller Fragen ist, was haltet ihr davon, dass ich an einem Tag mehrere Videos drehe? An dem heutigen Tag ist zum Beispiel das Tourvideo entstanden, so eine kleine Rundwanderung. Einmal dieses Video, was ihr jetzt gerade seht, und das Video, wo ich den Rucksack ausgepackt habe und gezeigt habe, was ich auf einer Tour so dabei habe. Bei den letzten Videos hat man zum Beispiel auch sehr lange Schnee im Hintergrund gesehen, wo ich zum Beispiel gezeigt habe, wie man den Rucksack auf unterschiedliche Variante an einen Baum befestigen kann, sage ich mal, um ihn vor Nässe zu schützen. Da ist das Video entstanden über das Paracord, wie ich die Längen mir markiere und das Ganze transportiert. Es sind zwei Videos entstanden über Lagerbau mit unterschiedlichen Aufbauvarianten. Das alles ist zum Beispiel an einem Tag passiert, macht es für mich als Hintergrund mal etwas leichter, weil ich einmal rausgehe, mehrere Videos drehe und dann für mehrere Wochen euch verschiedene Sachen zeigen kann. Auch wieder wie bei dieser Tour, ein Tag, drei Videos, drei Wochen, die ihr dann ein Video von mir habt, weil ich gerne jede Woche ein Video zeigen würde. Ich muss zwischendurch mal umrühren. Das hier ist übrigens die Jägerpfanne, die habe ich etwas abgeändert. Und zwar gibt es die eigentlich mit Klappgriff und mit festem Griff. Ich habe sie mit abnehmbarem Griff. Dazu habe ich zum Beispiel auch kein Video gemacht. Den Griff habe ich so gemacht, dass ich die Pfanne mit festem Griff gekauft habe, habe die Nieten, die drin sind, einfach entfernt und rausgemacht und Schrauben reingemacht. Leider keine Edelstahlschrauben. Ich weiß, Schande über mich. Werde ich aber noch nachrüsten, dass ich Edelstahlschrauben drin habe, die etwas länger sind. So kann ich den Griff abmachen, innen reinlegen, habe keine scharfen Kanten, die mir in irgendeiner Form andere Ausrüstung oder den Rucksack kaputt machen könnten. Und auch die Tasche hier, es gab eine Tasche für die Jägerpfanne, die war mir ein bisschen zu teuer. Die Tasche habe ich dann selber gemacht. Und von daher, ja, ein paar Ausrüstungsgegenstände, die ihr bisher noch nicht so gesehen habt bei meinen Videos. Was haltet ihr zum Beispiel von einem kleinen Fan-Treffen? Ich denke mal, in der jetzigen Zeit wird sowas auch schwer umzusetzen sein, weil man nicht weiß, wie verschiedene Planungen von der Politik her gemacht werden aktuell. Und wie sie dann vielleicht in ein paar Wochen sein werden, wenn man das Ganze durchführen möchte. Von daher wäre es sehr schade, wenn man das Ganze groß plant mit mehreren Leuten, mit vielleicht 2 oder 3, 4, 5 Übernachtungen oder eine Übernachtung reicht ja schon, hat das Ganze abgesprochen, dass man die Erlaubnis hat zum Übernachten, dass man vielleicht Totholz nutzen darf, was da rumliegt, um ein Feuer zu machen oder vielleicht auch ein kleines Lager zu bauen, wie auch immer. Und dann findet das Ganze nicht statt, weil man in die einzelnen Bereiche gar nicht reisen darf oder eine komplette Ausgangssperre besteht oder was auch immer. Ich überlege momentan, ob man nicht so eine kleine Tagestour einfach zusammen macht, dass man sich irgendwo trifft, vielleicht von beiden Seiten irgendwo in der Mitte dann und einfach eine schöne Wanderung macht mit einem gemeinsamen Essen, was man dann plant. Filmt das Ganze, kommt so ein bisschen ins Gespräch. Der Vorteil für euch wäre, ihr könnt mich mal persönlich kennenlernen, seht, wie die Dreharbeiten ablaufen, könnt mir ein paar Fragen stellen, die euch auf der Seele brennen,
das Ganze mal live miterleben, wie das Ganze stattfindet. Ich habe den Vorteil, ich kann mit euch auch direkt ins Gespräch gehen, kann die ein oder anderen Anregungen, Erfahrungen von euch natürlich auch mitnehmen und habe nicht nur die Kamera, mit der ich spreche, sondern natürlich auch ein Gesicht, wo man mal direkt Fragen und Antworten machen kann und einfach so ins Gespräch kommen kann, ohne dass man jetzt alleine die ganze Zeit am Quatschen ist. Schreibt mir einfach mal unten in die Videobeschreibung, was ihr davon haltet und denkt, und würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Vielleicht mache ich mir da auch zu sehr Gedanken momentan. Schreibt es mir einfach mal, was ihr davon haltet. Interessiert mich einfach. Dann gibt es noch ein brandaktuelles Thema, und zwar habe ich seit neuesten Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung und auch auf meiner Homepage. Unten in der Videobeschreibung ist nur ein Teil von der Ausrüstung, die ich so dabei habe oder am meisten benutze. Auf meiner Homepage findet ihr viel mehr in einzelnen Kategorien, in meinen Augen schöner dargestellt wie unten in der Videobeschreibung. In der Beschreibung selber hat man auch eine begrenzte Zeichenanzahl, die man nur nutzen kann, damit die nicht viel zu lang wird und man Romane da hinterlässt. Ich glaube, aktuell 5000 oder 6000 Zeichen sind das. Und daher kann man natürlich nicht alles, was man so irgendwo an Gegenständen hat, darstellen. Mit den Affiliate-Links zahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich habe die Möglichkeit, dann darüber etwas Geld zu verdienen und habe die Chance, dann darüber Ausrüstungsgegenstände oder andere Sachen zu finanzieren, wie die Homepage, die Fahrt zu den Drehorten oder was auch immer. Ich habe mittlerweile die Handschuhe an, weil es kälter geworden ist und auch leicht am Regnen. Deswegen werde ich die Sachen jetzt nach und nach alle einpacken und im Rucksack das Vancover überziehen. Das ist unten in einem extra Fach und ich habe es bisher noch nicht genutzt. Der Rucksack ist ja auch noch nicht so sehr lange in meinem Besitz. Und deswegen bin ich gespannt, was für eine Farbe der hat. Sehr gespannt bin ich aber auch auf eure Kommentare zu dem Video, zu den einzelnen Bereichen, die ich angesprochen habe. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen auch, der sagt, jawohl, hier, ich wäre sofort dabei bei einem Fan-Treffen, auch als Tagestour vielleicht oder wie auch immer. Ich lasse mich da gerne überraschen und freue mich sehr über jeden Abonnenten, jeden Unterstützer und auch jeden Kommentar, der sachlich und konstruktiv ist, um mich persönlich auch weiterzuentwickeln. Ich sehe die ganze Sache mit meinem Kanal als Hobby und als Erfahrungsaustausch, wo ich selber dann in den einzelnen Bereichen auch wachsen kann. Von daher nutzt das Ganze, abonniert meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Facebook, Twitter, Instagram, auf meiner Fanpage bei Facebook und Homepage vorbei. Ich verabschiede mich und sage macht's gut. Bis zum nächsten Video.